Wir haben einen Automaten in Köln entdeckt, bei dem man verloren gegangene Pakete ersteigern kann. Also seid gespannt, was sich in diesen Paketen verborgen hat und womit wir sogar fast 500 Euro Gewinn gemacht haben. Paket Nummer 1. Ach, hier stehen sogar die Daten drauf. 12.3. Das heißt, es sind alles relativ aktuell. Ja, Stuttgart. Das ist auch so krass. Die kommen aus ganz vielen verschiedenen Städten. Sind auch internationale Pakete? Nee, ich glaube nur Deutschland. Ich kenne dieses Prinzip wirklich eigentlich nur von verloren gegangenen Koffern, die irgendwie am Flughafen nicht abgeholt wurden. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Und ich hoffe, dass ich in meinem Koffer auch ein paar Schätzchen drin habe. Ein Bierglas? Aber dass jemand irgendwelche Pakete nicht abholt, ist natürlich auch weird. Was ist denn das? Oh mein Gott, der passt doch perfekt, Yusuf, oder? Ja. Viel Spaß. Nachdem ich den aufgeknöpft habe, werde ich mir dich nach dem Video vorknüpfen. Ah! Digga, soll das XL sein? Steht ja gut, Yusuf. Ey, das steht dir. Bro, das Ding ist mir einfach 8 Nummern zu klein. Ey, in Berlin ziehen die das auf Ernst so an. Ja? Ich zieh das jetzt auch auf Ernst so an. Zweites Paket, das ist vom 28.3. Ach, also die sind alle, glaube ich, Ende März oder irgendwie so. Wann warst du bei dem Automaten? Mitte April so. Mitte April. Ende April. Das heißt, das Ding wird wahrscheinlich sogar regelmäßig befüllt. Eine coole Idee auf jeden Fall. Ist schon wieder Fashion. Hä? Was ist das? Oh mein Gott, ich glaube, die steht perfekt, Yusuf. Ja, ich glaube auch. Warum? Das ist eine Vespa-Jacke. Hä, war schon geil. Das ist todesgeil. Du wolltest doch eine Vespa haben. Komm her. Oh, guck mal, hinten drauf auch noch mal ganz groß Vespa. Ey, unser Fashion-Model. Einfach blau, grün, gelb. Red ich mal einmal? Das ist wirklich so Hell's Angels auf Temu, ne? Die ist gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Was ist denn? Reißverschluss unten, aber Reißverschluss ist zu. Reißverschluss ist unten, aber der ist zu. Also der ist, also... Genau. Bettina Eisenhardt. Das hat sich Bettina Eisenhardt bestellt. Wenn du die haben willst, schreib mir gerne auf Instagram. Nee, tut mir leid, Bettina, die gehört jetzt mir. Dann lass mal das, Bettina. Drittes Paket, Leute. Wir haben... Ey, nein, das ist kein Kleid. Das ist Wahnsinn, weil weißt du, wem das perfekt stehen würde? Als wenn dieser ganze Automat nur mit so Fashion-Scheiße voll ist. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Das ist ein Kleid. Yusuf, das ist auf jeden Fall was für dich. In einem der letzten Videos hast du gut bewiesen, dass dir Kleider steht. Wir blenden es mal einmal kurz ein. Sag mal den Rücken. Immer müssen Alex und ich diese Scheißmasken tragen. Heute bist du dran. Viel Spaß. Also falls ihr euch fragt, Jungs, das ist eine Rücksendung, die nach der Adressprüfung auch nicht zugestellt werden konnte. Denn der Empfänger war nicht zu ermitteln. Der Name stand nämlich nicht auf der Klingel oder dem Briefkasten. Das heißt, diese Person hat vielleicht wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass dieses Paket... Guck mal, wir können noch weiter aufmachen. ...gar nicht angekommen ist. Einfach ziehen, Yusuf. Junge, mein Arsch ist zu fett. Oh. Junge, mein Arsch. Aua. Ey, Wahnsinn. Und weißt du, was das Ding ist? Die anderen Sachen, die wurden einfach nicht abgeholt. Bei dem Ding wurde einfach der Name auf dem Briefkasten nicht gefunden. Das heißt, eventuell schaut irgendeine Person gerade zu und das soll die Abi-Kleid sein. Nächstes Paket. Das ist auf jeden Fall kein Anziehkleidungsstück. Oder doch? Na? Ey, in Größe M. Ey, mal ganz kurz. Wie kann es denn sein? Ich dachte, da ist aller möglicher Scheiß drin. Aber wie kann es denn sein, dass... Na, was ist das denn? Was ist das? So ein Harnisch oder so. Hä? Nein, nein, sag jetzt nicht, wem das stehen könnte. Ich glaube, es wird Yusuf extrem gut stehen. Das ist die Zeit deines Lebens gerade, oder? Mhm. Man merkt auch schon so richtig, wir wissen alle nicht, was das Ding hier sein soll. Wenn auf einer Verpackung nur die Größe draufsteht, dann weißt du nicht mal eine Marke, nicht mal eine Anleitung, nicht mal eine Beschriftung. Dann weißt du schon, dass es überhaupt nichts sein kann. Ich gebe jetzt ein ganz kleines Paket. Da ist auf keinen Fall was zum Anziehen drin. Ich sag, Yusuf, mach dir gar keinen Stress. Das ist ein Ladekabel oder so. Wir haben ja die Tage schon ein Video aufgenommen, wo ich mal wieder Fanpost ausgepackt habe. Das ist Bilou. Das muss ich gar nicht auspacken, das ist Bilou. Ich errate noch die Sorte. Das ist das mit Feli-Videozeugs. Feli-Videozeugs! Wenn du das jetzt auch errätst, ne? Ja, das ist Kinder Bueno. Nein. Hä? Also, sorry, aber... Da hat Alex alle Sachen perfekt gegessen. Der hat einfach gesagt, ja, da ist Bueno drin, da war Kinder Bueno drin. Du hast Feli-Videozeugs Bilou richtig erraten. Sogar die Sorte. Was ist denn das? Oh mein Gott, so eine TV-Zensierungsblende. Yusuf. Das passt perfekt, Yusuf. Ja, jetzt habe ich hier auch noch... Du musst eigentlich da stehen bleiben direkt. Soll ich es hier
noch was Schönes zum Anziehen drin, Josef. Nee. Ich gehe. Storage Camping Light. Oh, das wäre krass gewesen für Camping. Ey, gefühlt alle Produkte, die man irgendwie, außer jetzt alles, was Josef gerade wahrscheinlich anhat, aber alles hätten wir fürs Camping wirklich benutzen können. Wir haben hier ein Camping Light. Oh, leuchtet sogar. Oh mein Gott, weißt du, wem das, glaube ich, perfekt stehen würde? Leute, Augen auf bei der Bude. Aber die Fliege kommt direkt zur Lampe. Ja, super. Nächstes Paket. Ich habe hier, ehrlich gesagt, immer wenn ich das mit der Schere aufschneide, extrem Angst, dass ich irgendwie was kaputt schneide. Aber ich denke, oh mein Gott. Was ist das denn? Lego? Das ist Lego. Aber so ganz viele, ganz oft das Gleiche. Das sind alles einzelne Star Wars Figuren oder so, glaube ich. Und davon so 30 Stück. Das sind alles einzelne Figuren von Star Wars. Hier mit Lichtschwert und so. Empfänger konnte nicht ermittelt werden. Kein Name auf Klingel und Briefkasten. Ey, for real, falls zufälligerweise irgendjemand hier zuguckt, dem irgendwas davon gehört. Das sagen nachher alle. Ich wollte gerade sagen, eigentlich habt ihr da noch Pech gehabt, weil die Hälfte der Sachen hatte Josef jetzt schon an und sind kaputt. Das hier ist aber for real nichts, was sich jetzt irgendwie, glaube ich, ein Kind bestellt hat. Ich glaube, das hier ist eher so ein älterer Herr, der als Hobby in seinem Keller so eine Lego-Landschaft irgendwie hat. Weil du bestellst sie als Kind, das macht doch keinen Spaß damit zu spielen, mit so 30 Mal der gleichen Figur. Ich glaube, das ist ein riesen Star Wars-Fan, der einfach noch Figuren brauchte für seine Sammlung. Das ist squishy. Digga, das fühlt sich so, also... Das fühlt sich so weird an. Oh mein Gott, das ist warm. Da könnte halt auch was weiß ich was drin sein, ne? Also ich bin gerade sehr froh darüber, dass wir bisher eigentlich nur korrekte Sachen da drin hatten. Ja, aber hier können halt for real, wir hatten im Fanpost-Video eine halbe Bombe. Gut, die war dann schlussendlich eine Attrappe. Wir hatten Pakete vorher gescannt von der Deutschen Post, bevor sie ausgeliefert werden? Manchmal ja, manchmal nein. Keine Ahnung. Was ist das für ein manchmal ja, manchmal nein, keine Ahnung. Das ist ein Verpackungsmaterial. Ah. Das heißt, das darf nicht kaputt gehen. Ist auch von Mitte März. Eine Holzlampe. Ach, das ist so ein Ding, dann kann man quasi hier eine Kugel drauflegen. Ach, guck mal! Mit der Milchstraße, glaube ich, ne? Ey, wie cool. Oh mein Gott, weißt du, wem da stehen würde? Boah, wir haben ja aber noch drei Pakete, ey. Mach dir bitte gar keinen Stress, Bro. Nein, nein, alles gut. Alles entspannt. Jetzt auf jeden Fall wieder ein kleines Paket und man merkt auch schon, dass hier eine Verpackung wieder drin ist. Dementsprechend, glaube ich, haben wir nichts für... Kopfhörer! Oh mein Gott, Josef, du kannst jetzt auch noch Musik hören. Weißt du, wie Josef aussieht? Ich mache ja gerade Sportbootführerschein. Der sieht genauso aus wie so eine Anfahrtsboje. Wenn man in so einen Schiffsweg reinfährt, die blinken auch immer so. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, der gerade zuguckt, das überhaupt so witzig findet, aber ich finde es extrem unterhaltsam. Soll ich noch mehr schütteln? Ich glaube, hier ist nichts zum Anziehen drin. Wieder irgendwas aus China. Also ich kann nicht lesen oder erziffern, was diese Zeichen da gerade bedeuten. Und wir haben wieder einen Karton. Es war auf jeden Fall schon wieder einige Male zu viel verpackt, als dass es irgendein Ding ist. Du kannst es einfach hochheben. Ah, okay. Ich hab auch immer so ein bisschen Angst bei so Paketen, weißt du? Vor allem, wenn man nicht weiß, was da drin ist. Ein Käppte für Josef. Ein Armband. Oh mein Gott, Josef. Hä, warte, stopp. Die Brand? Guck mal, das ist krass teuer. Warte, stopp. Sag nicht, dass es jetzt Alex. Also wenn es echt ist, aber also wenn es echt Alex ist, dann ist es halt echt krass teuer, ne? ALYX ja. Heißt die Marke. Ja, ja. Ich meine 400, 450. Ja. Nee, wirklich. 485 das Armband. 485? Ja, guck, hier. So, das ist real. Das ist das originale Tag mit dem Embroidery. Und hier steht tatsächlich auch alles drüber. Wie viel haben wir gezahlt für das Paket? 10 Euro. 480 Euro Gewinn gemacht quasi. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem Favorite-Paket. Das kann, glaube ich, alles sein. Ich habe das schon die ganze Zeit angefasst und ich habe keine Ahnung, was das sein kann. Man kann hier so reingehen, in den Seiten. Das ist so. Dann hat es aber hier so eine Plattform. Ich will unbedingt wissen, was das ist. Ich glaube, egal was es ist, es wird Josef extrem gut stehen. Ja, mach das jetzt auch. Ich will wissen, was das ist. Hey, was ist das? Voll die coole Farbe auch, ne? Oh, boah, was stinkt das? Oh mein Gott! Oh mein Gott, so einen Geruch habe ich noch nie gerochen. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, boah! Nee, Alter, stinkt das. Hey, aber was macht man damit? Vielleicht ist das irgendwas, wo man seinen Rücken drüber rollt? Roll mal deinen Rücken da drüber. Meinst du, das ist sowas wie eine Faszienrolle? Ja, hätte ich gesagt. Nee. Oh, das geht ja wieder zur einen oder zur anderen Seite. Oh, nee, mit dem Rücken hat das überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, das wird hier perfekt hinpassen. Wundervoll. Das war gerade auf jeden Fall auch das letzte verlorene Paket, was wir in dem Automaten bekommen haben. Wir haben auf jeden Fall heute ordentlich Plus gemacht mit diesem Armband. Von daher ein super Geschäftsmodell für euch. Wenn ihr weiter Bock auf solche Videos habt, abonniert den Kanal. Und Josef hatte, glaube ich, die Zeit seines Lebens. Augen auf bei der Berufswahl.